in dem Ding. Haben wir. Hier. Made in USA. Wenn wir aufmachen. Zubehör. Ladekabel für diesen Tuner. Dann für den Truss Rod, also für den Hals. Für hier die, die Bridge hinten. Zum Manual. Hier haben wir ja, eine Inspektionskarte und ein Foto. Ein Foto von der Gitarre, wie sie auf dem Tisch liegt. Vielleicht machen wir es so. Schlüssel. Schlüssel für den Koffer. Ja, dann können wir mal die Checkliste durchgehen. Top. Neck. Hardware. Blablabla. Oh, die können wir ausklappen. Ja, ist von 2015. 28.01. 28. Januar sozusagen. Inspiziert wurde es auch. Gepackt wurde es auch. Auf der Rückseite. So, das hier. Ja, gut, nichts Besonderes. Aber das Foto ist ganz neu. Wie sie da so rumliegt. Hatte ich bisher auch noch nicht. Aber ich hatte ja auch keine Gibson gehabt bisher. So, ansonsten mit dem Tuner müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Also, hingehen. Ja, das ist rot. Das war's schon. Dinger stellen sich von selbst ein. Machen wir es vielleicht nochmal. Ja, mit einer Hand ist es halt immer wie sie arm. Aber ich habe kein Stativ jetzt. Machen wir es mal so. Von Les Paul selbst. Wahrscheinlich so ein altes Foto. Ja. Aber so scheint es einen guten Eindruck zu machen. Ist natürlich ein verleimter Hals. Ja. Da habe ich schon einen Warehouse-Deal. Irgendwie 800 irgendwas für 470. Das nochmal rum. 470, habe ich mir gedacht. Warum nicht? Ja, das ist die Nut, die neue. Die ist sehr, sehr sauber verarbeitet, steht nicht über. Justieren kann man sie in der Höhe hier mit diesen kleinen Imbusschrauben und kann man sie höher machen oder nicht. Ja, ansonsten ja. Schauen wir mal, wie die klingt später. Ansonsten eine Folie ist da noch drauf, deswegen wirkt es so ein bisschen matt. Ja. So, die String Action ist. Yes. Da sieht man das. Das ist viel zu dunkel.
Geschmack ein bisschen zu hoch. Aber kann man am Hals noch einstellen. Gegebenenfalls die Brücke runterschrauben. Die Brücke hat so ein mattes Finish, wie man hier sieht. Und was noch interessant ist, ist, dass hier ja, praktisch keine Schrauben vorhanden sind, sondern wie ein Single Coil praktisch abgeflachte Pole sind. Sonst kennt man das ja immer von Single Coils oder von P90ern, dass die Schrauben haben. Ja, ansonsten Knöpfe. Push-Pull gibt es hier nicht. Ist hier nur ein Single Coil und Ton. Haben wir hier. Hier haben wir Volume. Ja. Ist halt so eine. Ja, da habe ich schon drauf getatscht. Aber so scheint es einen guten Eindruck zu machen. Ja, jetzt der Fokus auch da. Ja. Das ist. Eine Gibson für 470 Euro. Ansonsten gut. Und die Sondergriffbrett, wie gehabt, 6 Seiten. Alles normal. Das ist so eine Warp-Around Bridge. Intonation. Weiß nicht. Wird wahrscheinlich nicht so gut vorhanden sein. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, das war es wieder mal von mir. Ja. Und ja, mal schauen, wie sie klingt.